Herzlich willkommen nicht nur zum Live-Fernsehen, sondern auch zur Aufzeichnung. Ich winke mal für die Aufzeichnungszuschauer, da können Sie Hallo winken, sehen. Ja, was ist das Problem? Alles, was ich Ihnen erzähle, wird wieder auf Ihren Widerstand stoßen. Zumindest teilweise, zumindest auf den Widerstand, dass sie es nicht verstehen und deswegen auch nicht aktiv werden. Denn Sie, liebe Zuschauer, werden ja bisher nicht aktiv und das hat den Grund, dass nichts Sie überzeugen kann. Denn das Unbeliebteste, was es in der Wahr im Kapitalismus gibt, ist eben die Wahrheit. Und überall, jede einzelne Sparte im Kapitalismus, also jede einzelne Sparte, wo ist das Bild? Ja, nehmen wir doch das Bild hier. Jede einzelne Sparte im Kapitalismus, und Sie sind umgeben von 20, 30, 40 Sparten im Kapitalismus. Und jede kann sie nur abzocken und kann auf ihre Kosten Karriere machen, nur dann, wenn sie geschädigt werden. Und in jeder Sparte entstehen irgendwann, in den letzten 400.000 Jahren, irgendwann Irrtümer. Und diese Irrtümer führen dazu, dass sie abgezockt werden, liebe Zuschauerinnen, und in die Irre geführt werden zum Profit der jeweiligen Sparte. Ja, ich habe ja immer als Standardbeispiel den Mindestlohn, wo uns allen von mehreren Sparten eingeredet wird, dass das für uns vorteilhaft sei, aber am Ende, ja, kriegen wir durch den Mindestlohn. Der Mindestlohn wirkt quasi wie ein Arbeitsverbot aller Menschen, die weniger qualifiziert sind und weniger Leistung bringen als einen Stundenwert von 12 Euro. Ja, also jeder, der weniger Leistung bringt, wird langfristig zur Langzeitarbeitslosigkeit verurteilt, zum Verwahrlosen, zum Obdachlosen, was oft die Folge dann ist und so weiter. Also auf jeden Fall und zur Sucht und viele Sparten profitieren daran und machen die größten Karrieren, wenn es noch mehr Arbeitslose gibt. Nicht nur die Mitarbeiter des Arbeitsamtes, die Sozialsparten, die Nahrungssparten, die Alkoholsparten, Tabaksparten, denn diese Leute rutschen oft in die Sucht ab, und so weiter. Medikamentensparten, Psychiater, ja, psychiatrische Medikamente und so weiter. Pharmaindustrie, alle Sparten verdienen von der Idee des Mindestlohnes, ja, dass das doch so toll sei, diese einfache Lösung. Man würde einfach dafür sorgen, dass es den Leuten gut geht, indem man die Löhne hochzieht und vergisst dann dabei, dass das quasi ein Arbeitsverbot für alle ist, die weniger Stundenleistung erbringen als zum Beispiel diese 12 Euro Mindestlohn, ne? Das bedeutet, dass die aus der Gesellschaft ausgesondert werden und Kundschaft werden für all die Profiteure scheiternden Lebens, all die Psychiatriepraxen mit ihren Pharma, und die Pharmaindustrie mit den legalen Drogen für psychiatrische Patienten und so weiter. Das ist alles, alle profitieren sie, alle die Profiteure des scheiternden Lebens haben quasi ein Interesse an solchen Irrtümern. Und es kann jetzt gar nicht anders sein, als dass sie diese Irrtümer glauben. Denn diese Geisteskraft, diese super hohe Intelligenz, wird im Kapitalismus immer selber, da der Kapitalismus auch auf die Gehirngröße negativ sich auswirkt. Ja, wie macht er das? Also
Der Kapitalismus streut eben vorteilbringende Irrtümer aus. Ich glaube, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Ja, da bin ich doch schon genau richtig. Ja, dieser große vorteilbringende Irrtum all der Profiteure scheiternden Lebens sagt ja quasi, alle Menschen sind gleich, alle neugeborenen Kinder. Da wird realistisch gesehen, dass Bildung sicherlich einen gewissen kleinen Einfluss auf die Fähigkeiten von Menschen hat. Ja, vielleicht sogar einen mittelkleinen Einfluss hat, also einen gewissen Einfluss hat. Aber in dem vorteilbringenden Irrtum all der Profiteure scheiternden Lebens wird übersehen, dass den größten Einfluss oder mindestens den gleichen Einfluss nach allen Daten der naturwissenschaftlichen Psychologie und so weiter, die genetisch bedingte Gehirngröße beziehungsweise besser Gehirnleistungsfähigkeit hat, so dass also, wenn zwei Eltern zwei Liter Gehirne haben, dann werden die Kinder um diese 2 Liter Gehirne kreisen. Und wenn jetzt noch eine gute Bildung dazu kommt, ein gutes Bildungsangebot dazu kommt, werden daraus fähige Fachkräfte, Professoren, Arbeitsplätzeschaffer, kreative Unternehmer, die in dem Dschungel des Unternehmertums etwas erfolgreich hochziehen können. Sind beide Eltern aber zum Beispiel, haben beide Eltern ein 1 Liter Gehirn, oder einer ein 1 Liter Gehirn, der andere Elternteil ein 2 Liter Gehirn, dann werden die Kinder irgendwo in diesem Bereich streuen, und wenn sie beide 1 Liter Gehirne haben, dann haben sie sozusagen auch streuen die Kinder hier, und dann können sie auch mit der besten Bildung nur kleine Bewegungen in der beruflichen Qualifikation erreichen, weil Bildung eben nur ansetzen kann, weil eben das Forschungsergebnis ja in den Naturwissenschaften war, dass die mit den großen Gehirnen eben 10-mal mehr profitieren von Bildung als die mit den kleineren Gehirnen und dadurch die Unterschiede eher noch größer werden in der Qualifikation, ja. Und dieser riesige vorteilbringende Irrtümer all der Sparten, die profitieren von scheiterndem Leben, ja, also da haben wir noch mal die Sparten, hier können Sie noch mal einige der Sparten lesen, ja. Und ganz wichtig sind auch die Sparten innere Sicherheit, Gefängniswärter, Richter, Staatsanwälte, Polizisten, alle leben sie davon, dass es immer mehr Kriminalität gibt. Also daraus resultiert eine nicht bewusste, durch vorteilbringende Irrtümer gesteuerte Kriminalitätsvermehrung und Kriminalitätsförderung. Und ja, und eben entscheidend ist, dass eben diese Vorteil bringen, dass also aus allen Sparten in alle Köpfe, egal, in alle Universitäten, Journalistenköpfe, Spielfilmemacherköpfe, Politiker, Parteien, also in alles, was Menschen aufnehmen, bewegen sich diese vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten, manchmal parallel von Geldflüssen begleitet, was das Ganze dann noch die Wirkung verstärken kann, wenn dann auch noch Geldgeschenke und Geld dabei eine Rolle spielen, wie zum Beispiel an die Journalisten, die also einen Teil ihres Gehaltes über Werbegelder beziehen. Das heißt also, die Sparten, die dann auch noch Werbespots schalten, die werden natürlich deren vorteilbringende Irrtümer, werden dann natürlich, da beschleunigt sich dann die Evolution noch, dass eben nur Leute im Journalismus überleben, die diese vorteilbringenden Irrtümer glauben, besonders wenn diese noch mit, ja, mit Geld geboostert sind, hier mit Euroscheinen geboostert sind, sozusagen, diese vorteilbringenden Irrtümer. Ja, und deswegen werden sie nicht aktiv, weil sie denken, na ja, gut, so groß ist der Verlust ja nicht. Dabei habe ich Ihnen ja versucht klarzumachen, dass wir eigentlich im Kapitalismus gar nicht leben dürfen, weil wir eigentlich
Gemeinschaftstiere sind, die also zum Beispiel über die Hausarztgesundheitsgemeinschaften in der Gemeinwohlwirtschaft, also Marktwirtschaft, Kapitalismus beenden, Marktwirtschaft beenden und durch Gemeinwohlwirtschaft ersetzen. Die große Diskussion ist ja die weltberühmte GWÖ versus unsere nicht so berühmte, aber qualitativ besser entwickelte GWO. Und dass sie eigentlich nicht leben können, weil sie im Moment in einem Zoo leben, in einem Zirkus oder Zoo, in dem sie genau das eben nicht artgerecht gehalten werden, sondern die Haltung quasi genau das Gegenteil von einer artgerechten Haltung darstellt. Und damit ist alles, was sie glücklich machen kann, eigentlich schon weg. Ja, und in der Gemeinwohlwirtschaft würden wir über die Hausarztgesundheitsgemeinschaften wieder sie in Sozialleben wieder reintegrieren sozusagen, und sie würden ein lustvolles Leben leben, und die Ärzte würden dann ihnen auch anbieten, dass sie auch in Gemeinschaften beziehungsweise Kommunen ziehen könnten und so immer noch näher kommen könnten ihrer artgerechten Lebensweise. Und sie wissen, dass ich auch der Meinung bin, dass der Mensch richtig glücklich nur in seiner vollständigen artgerechten Lebensweise ist. Und das ist die bonobo-kommunistische Gruppenehe. Aber das kann ja jeder dann selbst entscheiden, wie weit er es mit seinem Leben experimentieren möchte und wie weit er sich anstecken lässt von diesen Rückmeldungen anderer über ihr sich sauwohlfühlen in diesen Hausarztgesundheitsgemeinschaften, Gemeinwohlgemeinschaften, die von den Hausarztgesundheitsgemeinschaften inspiriert und angeregt werden und supervidiert werden. Und dann vielleicht sogar in den Unterabteilungen irgendwelcher bonobo-kommunistischen Gruppenehen. Und das alles, was ich da sage, verstehen sie nicht, können sie nicht an sich ranlassen, weil sie so voll von all den vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten sind, dass sie sich nicht davon freimachen können. Das ist eben, weil es nur Gehirne außergewöhnlich hoher Intelligenz das können, gegen den Strom dieser vorteilbringenden Irrtümer, die überall rumschwirren sozusagen, es sich für die Wahrheiten, für Wahrheitsbeschäftigung zu entscheiden, das geht nicht, das schaffen sie nicht. Und dafür habe ich auch Verständnis, das ist nicht möglich. Dennoch, also ceterum censeo, die Menschheit packt das nicht. Kapitalismus, Marktwirtschaft ist eine endgültige Falle, die zum Leiden und zum Schrecken ohne Ende verurteilt, was wir ja gerade im Ukraine-Krieg sehen. Sie kennen ja meine Empfehlung. Ich bin ja der Meinung, dass Leben nur dann sinnvoll ist, wenn es glücklich ist. Und leidendes Leben wie in der Ukraine hätte man verhindern können, indem die Ukrainer vor 100 Jahren sich entschieden hätten, keine Kinder mehr zu bekommen, und die Russen auch. Und dann hätten wir jetzt kein Leiden, ja, weder auf der russischen Seite noch auf der ukrainischen Seite. Und da leben, und das ist auch wieder eine Wahrheit, die sie nicht ertragen können, Leben ist absolut sinnlos. Und dann schilder ich Ihnen doch mal die, oder zeige Ihnen mal ganz kurz die, das, was ich Ihnen dann heute kurz sagen wollte, nämlich hier, wie heißt es? Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, GWÖ und unsere Gemeinwohlwirtschaftsordnung in Kürze. Also die letzten zwei Varianten der Gemeinwohlwirtschaft, die in deren Widerstreit die Lösung gefunden werden sollte. Jetzt kann man das hier groß machen. Jetzt sehen Sie das. So, und jetzt kann ich das runterscrollen, und jetzt haben wir hier eine neue Kurzbeschreibung drin. Also hier. Und zwar,
Und dagegen laufen jetzt alle ihre vorteilbringenden Irrtümer, mit denen ihr Gehirn gewaschen ist, besonders wenn sie ein Alternativler sind oder ein gesellschaftskritischer Mensch und gerne auf Demos rumrennen. Gestern wieder zwei völlig sinnlose Demos hier direkt vor meiner Haustür im Zentrum von Köln, einmal am Chlodwigplatz und einmal am Severinskirchplatz. Die eine Demo ging von dem riesen vorteilbringenden Irrtum der zum Beispiel der Rechtsanwaltssparten oder der Sparten innere Sicherheit aus. Man könne gegen die Tatsache, wenn die Pharmakonzerne und Impfkonzerne sich dabei sind, sich einen kräftigen Schluck aus der Pulle zu genehmigen, indem sie die vorteilbringenden Irrtümer verbreiten, dass die Menschheit nur dann überleben und gesund überleben könne, wenn sie sich jede Vierteljahr mit irgendwelchen Pseudo-Impfungen diese kaufen würde sozusagen und das dann ideal, das gut wäre für die Menschheit. In Wirklichkeit ist es nur gut für die Geldbeutel der Pharma- und Impfkonzerne. Aber dagegen könne man quasi irgendetwas erreichen im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft. Das war die eine Illusionsdemo, die also die Zeit vergeudet hat und unsere Zeit vergeudet hat und mich genervt und gestört hat. Und die andere Demo war die Demo, die Anti-Schwurbler-Demo, die genervt hat und mein Konzert gestört hat und mich belästigt hat. Völlig sinnlos, denn diese waren diejenigen Leute, die so gehirngewaschen sind von den vorteilbringenden Irrtümern der Pharma, der kapitalistischen Pharmakonzerne, also von Big Pharma, dass sie dort eben jedes Wort glauben und eben entsprechend kleine Gehirne hatten, dass sie da hörig waren und gläubig waren und dann quasi eine Demo gemacht hat, muss man sich mal vorstellen, wenn Sie mal so an die üblichen unrealistischen linken Kreise denken, eine Demo pro Pharma, pro Industrie, Profite, pro Profite von Big Pharma, ne, so weit sind wir gekommen, dass Leute, die sich wahrscheinlich irgendwo als links vielleicht sogar oder als gesellschaftskritisch fantasieren, dass die Demos pro Profite der Großkonzerne machen. Ist doch schön, dass wir das auch nochmal erleben, welche Macht die Ausdünstung der vorteilbringenden Irrtümer auf die Gehirne der Menschheit hat. Ja, ja und dann, welche Form der Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft, GG, ist die Beste für die Menschheit, heißt es hier in diesem, und dann beginnt dieser neue Text. Unsere GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, empfiehlt zum Beispiel Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter, Anwohner, alles Betroffenen, alles Arbeitenden zu erfassen. Also jeder, der auch nur einen Cent verdient, vielleicht müsste man dann sogar Leute, die irgendwo arbeiten und nebenbei ehrenamtlich tätig sind, vielleicht müsste man das dann auch erfassen, weil die dann ja vielleicht in ihrer ehrenamtlichen Arbeit auch die Irrtümer ausstreuen können, die ihnen im Beruf dienen können, also die ihnen Profite, berufliche Profite dann wieder bringen. Ne? Und ja, also auch wenn ich jetzt das gleich vorlesen werde, es werden dagegen rebellieren all die vorteilbringenden Irrtümer, die den gesellschaftskritischen ins Gehirn eingeschleust worden sind, aufgrund dessen sie quasi letztendlich Irrtumskonzepte haben davon, dass Menschen unegoistische, selbstlose Wesen sein könnten, ganz problemlos, die ohne Wettbewerb, ohne Leistung,
ohne Konkurrenz, total motiviert und kreativ und innovativ seien und in der Lage seien, auch diejenigen Hightech-Abwehrraketen zu entwickeln und die nötig wären, um die Sowjetunion, Russland abzuschrecken, zum Beispiel Deutschland anzugreifen, wenn Deutschland ein Land der nicht mehr leistungsmotivierten, nicht mehr durch Wettbewerb verunstalteten und durch Konkurrenz angetriebenen ist, dann werden sie trotzdem Hightech Raketenabwehrriegel entwickeln können. Und ja, also diese Illusionen, die fußen alle darauf, dass diese vorteilbringenden Irrtümer, die uns alle einem, ja, einem DDR-ähnlichen Leben näher bringen, einem DDR-ähnlichen Lebensstandard und Situation näher bringen, in der dann wieder ganz viele Profiteure scheiternden Lebens wieder große Karrieren machen können, ja, solange bis alles zusammenbricht. Und ja, von daher kann man also sagen, die Leute sehen nicht, dass in der Natur, wenn man Naturwissenschaften studiert und Biologie und alles, dass man dann sieht, dass das Leben ein unheimlich brutaler Prozess, hochegoistischer, ständig miteinander rivalisierender, konkurrierende, denken Sie nur dran, wenn zwei Hirsche mit ihren Hirschgeweihen aufeinander prallen, zwei Hirsch, männliche Hirsche, und darum kämpfen dann die überwiegende Zahl der Frauen befruchten zu dürfen und so weiter. Ja, überall Konkurrenz, das oft manchmal sogar tödlich ausgeht und so weiter. Und ja, da, oder wenn Löwen andere Löwenmänner vertreiben oder die dann dabei auch sogar töten und so weiter und dann die Babys töten ihrer Rivalen und Platz machen für eigene Kinder. Das ist alles Konkurrenz, Wettbewerb, Leistung. Überall geht's um Egoismus, das Gegenteil von Selbstlosigkeit. Ja, also die Natur ist gekennzeichnet von all dem. Und dann denken die gehirngewaschenen, gesellschaftskritischen Leute, dass der Mensch genau das Gegenteil von dem sein könnte, was die Natur ist. Da spielt dann auch der vorteilbringende Irrtum eine Rolle, dass Menschen irgendwie nicht einfach nur ganz normale Tiere seien. Die ganze moderne Naturwissenschaft kommt immer mehr zur Erkenntnis, dass an Menschen eigentlich nichts Besonderes ist, alles vielleicht nur ein bisschen intensiver, die Sprache ist ein bisschen raffinierter, das Denken ist ein bisschen komplexer, aber auch nicht so sehr viel und so weiter. Und aber alles menschliche Leben ist genauso tierisch wie das aller anderen hochentwickelten Tiere auch. Und wie gesagt, Professor Franz de Waal hatte ja damals schon gesagt, wenn er einem Bonobo ins Auge schaut, hat er das Gefühl, einem Menschen ins Auge zu schauen. Ne? Und deswegen, der Mensch ist ein ganz normales, hochentwickeltes Säugetier, wie alle anderen hochentwickelten Säugetiere und viele andere Tiere auch. Ja? Und deswegen müssen wir, und das ist das Gute an dem harten Kern der Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, dass sie auch diesen Realismus hat. Es gibt viele Zusatzideen, zum Beispiel in der Gemeinwohlbilanz, oder viele Zusatzideen Felbers, weswegen er auch ja vehement kritisiert wird. Lassen wir aber diese Zusatzideen weg. Der Grundgedanke der Gemeinwohlökonomie ist auch, dass wir den Menschen erst einmal als die Egoisten nehmen, die sie wahrscheinlich eben auf Dauer sind und bleiben, und dass wir ihnen finanzielle Vorteile geben, wenn sie uns Gutes tun und für uns die Umwelt zum Beispiel weniger vergiften und uns damit weniger vergiften.
Und wenn sie uns dieser Grundgedanke, also dass wer uns Gutes tut, finanziell Vorteile bekommt, während er im Kapitalismus der uns schadet durch immer billiger hergestellte Dinge, immer mehr Giften aussetzt sozusagen und auch dabei Luft und Wasser und die Umwelt vergiftet und damit wieder uns vergiftet, dass der sozusagen letztendlich im Kapitalismus ist, hat der die größten Profite, der sich nicht schert an einer Schädigung von uns, und in der Gemeinwohlwirtschaft kriegt der die Vorteile, der fürsorglich für unser Wohl sorgt, sozusagen. Ja? Und aber eben lauter Irrtümer sind da, die dagegen laufen, denn sonst müssten ja alle Hurra schreien und sofort alle aktiv werden, das alles zu unterstützen und umzusetzen und so weiter. Und eben die Partei des Gemeinwohls, ja, wo ist sie? Also hier, da muss doch, ja, hier Partei des Gemeinwohls, da, die bräuchte ja nur mit Manpower gefüllt werden, aber nein, alle Leute gehen in Parteien, wo völlig unrealistische Menschen und Weltbilder sind, so unrealistische Menschenbilder wie bei der Partei, ja, oder wie bei der einen Partei, die also daran glauben, dass wenn man ein staatliches Gesundheitssystem macht, dass dann plötzlich die Ärzte ein unheimlich großes Interesse an der Aufarbeitung der früheren vorteilbringenden Irrtümer haben würden. In Wirklichkeit würde da ein Bummelgesundheitssystem rauskommen, so wo man sozusagen, wo viele vorteilbringende Irrtümer lange Zeit nicht angegriffen werden, weil man zwar keine riesigen Gelder mehr verdient, indem man diese vorteilbringenden Irrtümer umsetzt, aber man spart sich dann die Arbeit der Infragestellung dieser vorteilbringenden Irrtümer und kriegt sein Geld ja sowieso, auch wenn man die schädlichen Behandlungen auf Basis von vorteilbringenden Irrtümern weiterhin durchführt. Ja, ja, also da ist ja eben hier. Aber eben, wie gesagt, all die vorteilbringenden Irrtümer, die Sie, liebe Zuschauer, im Kopf haben, die verhindern natürlich, dass Sie aktiv werden, weil Sie den Unterschied zwischen Kapitalismus und Gemeinwohlwirtschaft gar nicht spüren können, nicht wirklich spüren können. Ne? So, jetzt lese ich aber diese Kurzfassung vor und eben, alles in ihrem Kopf wird versuchen, dagegen zu rebellieren. Auf jeden Fall so, dass sie nie aktiv werden. Ne? Sozusagen, das ist die Aufgabe dieser vorteilbringenden Irrtümer, eben diesen Sparten des Kapitalismus weiterhin gute Erfolgsmöglichkeiten zu liefern und nicht eine Änderung herbeizuführen. Also, noch einmal. Unsere GWO empfiehlt zum Beispiel Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter, Anwohner, also aller Betroffenen, alles Arbeitenden zu erfassen. Also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand, um demgemäß alle Belohnungen an alles Arbeitende zu gestalten. Wie viel man den Menschen Gutes tut, wird also anhand von harten, zuverlässigen Zahlen erfasst, und Marktführer bleibt, wer zum Beispiel seinen Supermarkt optimal als Gesundheitsanregungsmarkt umgestaltet oder als Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft das bewiesenermaßen wirksamste kostenlose gesundheitsförderliche präventivmedizinische Freizeit- und Wochenendkursangebot realisiert.
Ja, für mich ist das eine Vorstellung, da nähern wir uns dem Paradies. Die ganze weltweite Landwirtschaft wird giftstofffrei, wird gesundheitsförderlich. Überall geht es um Ursortenrückzüchtung und Naturnahrung, die ideal zu unserem jetzigen Genbestand, unseres Stoffwechsels passt. Wir machen kein unbedingt zurück zur Natur sozusagen oder zur Vergangenheit. Nein, sondern wir müssen gucken, in der zukünftigen Wirtschaft wird man gucken, in der Nahrungsindustrie, welche Genetik haben die heutigen Stoffwechsel und was passt ideal zu denen, dass diese dann so gesund wie möglich leben, ernährt werden können. Ne? Und dann in den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, in den ein bis zwei, die ich mir wähle, durch Umkreissuche sozusagen, dort kriege ich alles, singen, tanzen, musizieren, flirten, alles, was Immunsysteme stärkt, was Menschen glücklich macht, was Menschen suchtfrei macht, von Suchttendenzen frei macht, sozusagen von Esssucht, Alkohol, Zigarettensucht, Tendenzen frei macht. Das wird dort alles sich entwickeln und wird unsere Heimat werden. Statt in die Kneipe an der Ecke gehe ich in die Kneipe an der Ecke, die zu meiner Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft gehört, wo eben alles immer gesundheitsorientiert ist und so weiter, ja, und gesundheitsförderlich ist und vor allem Riesenspaß macht, ja. Und dann lese ich weiter, so können sich auch die Kinder, Enkel und Urenkel, zum Beispiel unserer Unternehmerfamilien, auf ein vielfach glücklicheres und längeres Leben in einer ungiftigen, reparierten Umwelt freuen. Das drückt nochmal unsere Unternehmerfreundlichkeit auf. Und stattdessen rebellieren jetzt in den Köpfen der Zuhörerinnen, mancher Zuhörerinnen, die Irrtümer dagegen auf. Ach nein, die Unternehmer, die müssen wir doch umbringen, die müssen wir doch enteignen, denen müssen wir, und aller Wohnraum muss, Wohnkonzerne müssen enteignet werden, und so weiter. Ja, und dann wird's uns gut gehen, ja, und dann ist alles toll. Ja, und all diese Irrtümer, die am Ende Massen an scheiterndem Leben produzieren, ja, und die zu DDR-ähnlichen Zuständen führen, ja, aber die sind so stark, diese Irrtümer, weil es so viel Profiteure gibt, die an solchen Irrtümern sich bereichern können, die größten Karrieren machen können. Also ja, das ist und dagegen kommen wir nicht an. Dagegen kommt die Wahrheit nicht an. Also das heißt, da werden ständig Menschenbilder geschildert. Ja, die Omega-Tiere, also die wenig Gebildeten, die wenig Klugen, ja, die können Unternehmen besser führen als diese reichen Unternehmerfamilien. Die kriegen das hin, und in Wahrheit produzieren die dann am Ende Trabis, während der Rest der Welt Hightech-Autos produziert. Produzieren wir dann alle wieder Trabis, weil eben wir alle, weil diese unfäh die weniger fähigen in einem Unternehmen eben auch die weniger fähigen Unternehmensleiter sind, verglichen mit den fähigen Unternehmerfamilien mit ihren großen Gehirnen und ihrer großen Intelligenz und so weiter, ja. Ja, und das ist der Punkt, ja. Und dagegen hat eben wahrscheinlich alles sowieso keine Chance und ja. Die Tatsache, dass ich Ihnen sage, die GWO und GWÖ sind es insofern die Wahrheit, weil sie einerseits erkennen, wie schädlich Kapitalismus und Marktwirtschaft für uns alle sind und
Und dass sie trotzdem den Menschen sehen, dass sie sagen, ja, wir gucken erstmal zumindest, dass wir erstmal davon ausgehen, dass der Egoismus das Gegenteil von Selbstlosigkeit, die Leistungsorientiertheit und Wettbewerbs- und Konkurrenzorientiertheit des Säugetiers Mensch nicht so ohne weiteres des sogenannten Savannenbonobos, wie ich ihn ja gerne nenne, sich nicht so, dass sich all diese unschönen Eigenschaften von Säugetieren leider nicht so einfach wegdenken lassen und wegträumen lassen und dass wir erst einmal mit solch einer, zumindest als Zwischenstufe, erst einmal wirklich den teuflischen Kapitalismus so beenden. Ja, Sie erinnern sich dann, dass auch bei uns die Kriege aufhören, weil dann eben die Waffenkonzerne nur noch dann das gleiche Geld bekommen, wenn sie sich in Friedensförderungsfirmen umwandeln und die Welt mit Friedensarbeitern überschwemmen, weil sie nur noch dann Geld bekommen, wenn das nächste Jahr und jedes Jahr dann zum Beispiel die Zahl der durch Gewalt getöteten Menschen weltweit um 5% zurückgegangen ist. Und dann halten wir nach 20 Jahren, haben sich dann diese Unternehmen umgebaut in zivile Firmen, die vielleicht Kettenfahrzeuge für die Bauwirtschaft produzieren statt Panzer und vielleicht nur noch nicht angriffsgeeignete Defensivwaffen in höchster Hightech-Qualität produzieren, sodass praktisch niemand mehr irgendjemanden erfolgreich angreifen kann und dann können auch diese Rüstungen immer kleiner werden und vielleicht leben wir dann, ist dann die ganze Erde genauso wie die Bonobo-Region in Afrika überspannt ist von einem Netzwerk pazifistischer, in liebevoller Nachbarschaft lebender pazifistischer Kommunen, bonobo-kommunistischer Gruppenehen, ist dann vielleicht die ganze Erde darin überspannt und alle sind tausendmal glücklicher als jetzt und es gibt keine Kriege und Konflikte mehr und so weiter, weil das alles niemanden mehr interessiert, weil wir alle so viel schönes Leben haben. Und vielleicht, ja, und ob dann solche Dinge geschehen, dass also zum Beispiel in der Bundesliga der Landesregierung ein Land sich vorwagt und sagt, wir schaffen jetzt mal Geld ab oder wir führen ein mini-bedingungsloses Grundeinkommen ein oder was auch immer. Und wenn es dann wirklich gelingt, in Teilen dieses Bundeslandes oder in diesem Bundesland wirklich größeres Wohlfühlen, wo war das, wo steht es, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand der aller Wählerinnen zu erreichen, dann werden wir alle Geld abschaffen und alles, ja, also wenn das sich als ein Weg zu mehr Glück erweisen sollte, schon allein mehr Glück, weil wir den Aufwand des Geldes nicht mehr hätten, zum Beispiel die Kosten und den Aufwand nicht mehr hätten. Aber so wird das sich alles optimieren. Also das heißt also, auch wenn man sagt, nein, der Mensch ist anders, der kann also auch unegoistisch sein, ohne Wettbewerb, ohne Leistung, ohne Konkurrenz, ohne alles sein, ja, dann ja, dann wird das die Gemeinwohlwirtschaft zur Folge haben, denn in der Bundesliga der Landesregierung wird es immer eine Landesregierung wird es ausprobieren, irgendwelche dieser angeblich menschenfreundlicheren Dinge einzuführen. Und wenn sie damit Erfolg hat, dann werden alle anderen diesen neuen Tabellenführer sozusagen dann versuchen zu imitieren, ne, und den nachzuahmen und das Gleiche tun. Ja, und so kriegen wir dann durch Gemeinwohlwirtschaft, kann auch wenn es sich bei diesen Menschenbildern nicht nur um vorteilbringende Irrtümer von Sparten, die Profiteure sind scheiternden Lebens, wenn es sich nicht darum handelt, sondern um Realitäten, dann wird aber auf jeden Fall
diese Gemeinwohlwirtschaft, diese Realitäten einführen, denn die Gemeinwohlwirtschaft ist ja die Wahrheitsgesellschaftsform, während der Kapitalismus der größte Feind aller Wahrheit ist und die Irrtumslebensform ist, mit den unendlich, mit den vielen, vielen vorteilbringenden Irrtümern. Ja, liebe Zuschauerinnen, und wieder werden Sie entweder die Hälfte gar nicht verstehen von dem, was ich gesagt habe, oder Sie werden denken, nein, meine geliebten vorteilbringenden Irrtümer sind wahr und bleiben wahr und so weiter. Und ich höre nicht auf sowas Unrealistisches, Naturwissenschaftliches. Ich höre nicht auf die Weltspitze des naturwissenschaftlichen Denkens. Ich bin da viel schlauer und deswegen werden Sie auch nicht aktiv werden, weil Sie dadurch natürlich auch dieses nicht empfinden können, diesen riesigen Lebenslustunterschied zwischen Kapitalismus, Marktwirtschaft und Gemeinwohlwirtschaft auf der anderen Seite. Und damit bleibt alles so, wie es ist. Und das bleibt so, ceterum censeo. Im Übrigen meine ich, dass eben wir gegen den Kapitalismus keine Chance haben. Die Zukunft der Menschheit ist ein garantiertes, nie endendes Leiden und ein nie endender Schrecken ohne Ende, auf das wir alle munter weiter leiden. Und ich muss nur nicht auf dem Sterbebett irgendwann darunter leiden, dass ich das Leiden meiner Kinder, Enkel und Urenkel im Kapitalismus mit ansehen muss, sondern davor habe ich sie bewahrt. Denn es gibt nur einen Sinn. Leben macht, wenn überhaupt, nur Sinn, wenn es eine einzige Freude ist. Und wenn Leiden im Leben häufiger vorkommt, dann ist es besser, nie gelebt zu haben. Ja? Ja, dann beende ich als erstes diese Aufzeichnung. Tschüss, ich winke nochmal allen Zuschauern der Aufzeichnung, die also morgen früh und am Samstag früh dann nochmal erscheint auf den verschiedenen befreundeten Sendern. Und so, tschüssi, liebe Aufzeichnungszuschauer. Tschüss.